Hi Yogis, herzlich willkommen hier wieder bei Bee Yoga. Ich bin Denise und ich freue mich heute wieder eine Viertelstunde hier Yoga mit euch zu machen. Kommt auf eure Matte an. Wir beginnen heute mal in der Kindsposition, im Deep Child. Das ist die tiefe Kindsposition. Dafür komm mal eben auf deine Fersen. Dann führe mal die Knie zu den matten Seiten relativ weit auseinander und aus. Lass dich hier mal nach vorne sinken. Leg deine Stirn auf die Matte ab und lass dein Gesäß auf die Fersen oder in Richtung deiner Fersen sinken. Die Arme sind ganz schwer und angespannt, liegen ganz entspannt ab. Und komm hier einen Moment mal bei dir an. Spür, wie du dich gerade fühlst. Spür deinen Körper. Nimm für einen Moment alles mal raus. Lass gut sein. Gib dich hier komplett mit jedem Ausatmen noch mehr deiner Matte hin. Atme weiter. Ganz tief und gleichmäßig. Ganz für dich. Gönn deinem Rücken hier intensive Länge, besonders deine Lendenwirbelsäule, Lendenwirbelbereich und deinem oberen Rücken. Komm ganz leicht mit deiner Stirn hoch. Komm mal auf deine Fingerspitzen und wander mal rüber zur rechten Seite. So ein Stückchen, bis du deine Fingerspitzen am Ende der Matte spürst an der Seite und dann aus. Legst du deine Stirn nochmal ab. Die Arme bleiben in der Luft, nur die Fingerspitzen sind aufgestellt. Und du spürst hier mal in diese intensive Dehnung deiner rechten Flanke, deiner linken Flanke hinein. Und atme weiter, ganz für dich. Gönn hier dieser wunderbaren Dehnung, dich hier in der Flanke weiter zu öffnen. Bleib auf deinen Fersen, so gut es geht mit dem Gesäß. Atme aus, leg nochmal die Arme ab. Heb nochmal den Kopf leicht an, wandere zurück zur Mitte. Aus, sink nochmal in der neutralen Deep Child Position nieder. Entspann hier nochmal kurz. Und jetzt heb deinen Kopf wieder leicht an. Wandere mit deinen Fingerspitzen rüber nach links. Von deiner Matte runter oder am Ende deiner Matte. Aufgestellte Fingerspitzenarme in der Luft. Leg deine Stirn wieder ab. Genieß hier diese Dehnung deiner rechten Flanke. Einfach mal hinspüren, weiteratmen. Du kannst dann noch ein Stückchen weiter von der Matte noch weiter nach links rüber wandern. Gönn dir hier die tiefe Entspannung und Dehnung. Nimm dir das, was du jetzt brauchst. Von der Intensivität her. Und aus. Leg die Hände und Unterarme mal ab. Komm leicht mit deinem Kopf hoch. Wander zurück. Und tauch auch hier nochmal kurz ab. Schließ mal gern die Knie. Und leg nochmal die Arme neben deinen Körper ab. Stirn auf die Matte. Arme ganz schwer loslassen. In deinem zusammengerollten Blatt. Arme sind jetzt nach hinten ausgerichtet, neben deinem Körper. Und du atmest. Für 5,
4. Für 3. Für 2. Und ein Atemzug. Super. Stell mal deine Hände neben dein Gesicht. Spann den Bauch an und roll dich beim Einatmen Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Komm mal einen Moment in deinen Zehensitz. Das heißt, du stellst die Fußzehen auf, setzt dich zurück auf deine Fersen, legst die Hände auf deine Oberschenkel ab. Spürst hier mal einen Moment diese wunderbare Dehnung deiner Füße. Es ist auch ein Akupressurpunkt für die Wirbelsäule und den oberen Rücken. Einfach mal kurz innehalten, nachspüren, einfach atmen. Wunderbar, dann komm in deinem eigenen Tempo in den Vierfüßlerstand. Bring dafür die Knie unter die Hüfte und die Hände unter die Schultern. Und hier bleibst du jetzt in deinem Vierfüßlerstand. Jetzt heben wir mit dem Einatmen mal das rechte Bein lang aus. Strecken wir nach hinten aus, ziehen die Fußzehen ran, die Fußzehen ran. Strecken parallel dazu den linken Arm lang nach vorne und sind hier in einer Tiger Pose. Das heißt, wir strecken ganz lang das Bein nach hinten und den Arm ganz lang nach vorne. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und du atmest und hältst. Zieh dich mit dem Einatmen noch weiter auseinander. Aus, saug den Nabel ein. Als ob jemand mit dem Einatmen an deiner Hand zieht und an deinem Fuß zieht auch noch jemand. Aus, saug den Nabel ein, noch einmal. Und aus, dann senk ab. Komm einen Moment auf die Unterarme, kreise deine Hände. Komm wieder hoch. Andere Seite. Streck mal dein rechtes Bein lang aus. Zieh die Fußzehen ran. Und dann parallel dazu den linken Arm nach vorne strecken. Atme mal aus, kurz hier und ein. Du streckst dich richtig lang. Hand unter der Schulter, richtig schön lang ziehen. Linke Bein will nach hinten, rechter Arm nach vorne und du atmest. Ein, finde Länge, aus, saug den Nabel ein. Ein, finde Länge und aus, saug den Nabel ein. Einmal hier und aus. Nochmal einen Moment auf die Fersen setzen. Unterarme aufstellen und die Hände mal einen Moment kreisen. Kurz mal anhalten. Kurz mal nachspüren. Komm nochmal auf deine Knie. Mach dich nochmal einmal rund in deinem Katzenbuckel. Ein hier, nochmal neutraler Vierfüßler. Aus, nochmal Katzenbuckel, saug nochmal den Nabel ein, werd hier ganz rund. Nochmal neutral ein, einfach nur die Katzenbuckel, gar nicht die Kuh heute. Wunderbar, dann komm in deine Variante hoch in den Stand. Grätsche die Beine mal mindestens 90 cm. Auseinander, beide Füße in einer Linie für unser Warrior 2, unseren Krieger 2. Breite mal die Arme in Schulterhöhe aus, strecke die Arme richtig lang. Jetzt drehst du mal den rechten Fuß nach vorne. Der linke Fuß ist 90 Grad Winkel. Beide Fersen in einer Linie. Du atmest ein hier. Und mit dem Ausatmen rollst du dein rechtes Bein und setzt dich hier tief
in deinem Beckenboden nieder, öffnest hier das Becken zur Seite, Füße drückst du satt in die Matte und du atmest. Schau zu deinem rechten Mittelfinger, setz dich gerne mit dem Ausatmen noch ein wenig tiefer. Der Warrior 2 ist eine Position für Stärke und Selbstbewusstsein. Vertrau hier auf dich, auf deine Beine, drück die Füße satt in die Matte. Atme noch mal einmal ein, aus, komm hoch, senk mal die Arme. Beide Füße zeigen jetzt nach vorne, kurz mal nachspüren. Dann dreh mal deinen linken Fuß nach vorne. Der rechte Fuß 90 Grad zur kurzen Mattenkante, beide Fersen in einer Linie, streck die Arme. Schau mal zu deinem linken Mittelfinger, atme ein hier und aus, beug dein vorderes Bein, komm hier tief. Komm hier auch einen Moment an in deinem Krieger, schau zu deinem Mittelfinger. Drücke beide Füße in die Matte, guck, dass dein Knie über deinem Sprunggelenk ausgerichtet bleibt und atme. Schau zu deinem Finger, um dir hier einen Fokus zu bieten. Ausatmen, sinkst du noch ein bisschen mehr rein. Nochmal tief ein. Aus, streck dein Bein, senk die Arme. Dreh die Füße beide nach vorne. Greif mal eben in deine Hüfte. Ein und aus, komm nochmal runter. Beug dich mal komplett nach vorne. Nimm mal die Hände auf die Matte. Lass den Kopf schwer werden. In deiner Vorwärtsbeuge. Und atme hier. Mit dem Ausatmen kommst du noch ein wenig tiefer. Drück dich auch gerne auf deine Hände, dass du noch dich ein bisschen tiefer runterschieben kannst. Und der Kopf ist ganz schwer. Einfach nur da sein, ausatmen, sich sinken lassen. Dann stell nochmal deine Hände in deine Hüfte. Mit dem Einatmen kommst du auf halbem Weg hoch in deine halbe Vorwärtsbeuge. Oberkörper ist parallel zum Boden. Du breitest mit dem Einatmen mal deine Arme. Schulterhöhe zu den Seiten aus und kippst mal deine Hände Richtung Boden. Die Finger sind jetzt Richtung Boden und du kommst hier in deiner Möwe an. Lass den Kopf mal in Verlängerung der Wirbelsäule. Verlagere dein Gewicht auf die kompletten Fußsohlen, um dir hier Stabilität zu bieten und auch in der Mitte zu bleiben und atme. Das ist deine Möwe, eine Übung für, natürlich für die Beine, aber auch für den kompletten Rücken. Lass die Arme wirklich in Schulterhöhe, möglichst ausgerichtet, muss ich auch nochmal nachjustieren. Atme weiter für 8. Halt die Arme oben für 7. Für 6. Für 5, Arme oben halten, für 4, für 3, für 2 und 1, senk nochmal nach unten, lass nochmal den Kopf einmal schwer hängen, Hände aufgestellt und jetzt stellst du die Hände ein bisschen weiter nach vorne vor dir. Und kommst mal mit den Füßen zusammen. Und jetzt sinkst du in die Hocke. Und setzt dich neben deine Füße auf dein Gesäß. Rollst mal Wirbel für Wirbel nochmal ab. In die wohlverdiente Rückenlage.
Stellst die Füße vor deinem Gesäß auf. Ungefähr eine Handlänge zwischen Gesäß und Fersenabstand, aus Hüftbreit, die Knie. Für unsere letzte Asana. Die Schulterbrücke, Arme liegen locker neben dem Körper. Kinn ist zur Brust rangezogen. Und du hebst, atmest nochmal aus, hier ohne Bewegung. Spannst Beckenboden an und hebst dich mit dem Einatmen hoch in deine Schulterbrücke und hältst hier in der statischen Phase und atmest. Mit dem Einatmen schiebt dein Becken noch ein wenig höher. Mit dem Ausatmen spann Beckenboden an. Ein, komm noch ein wenig höher. Aus, spann Beckenboden an. Ein, komm noch ein wenig höher. Und ausatmen, komm Wirbel für Wirbel hinunter. Leg dich ab. Einmal noch kurz klein machen. Knie zu der Stirn, Stirn zu den Knien. Leg deinen Kopf ab, stell die Beine auf. Streck deine Beine lang aus. In deinen Armen hier auch Raum, deine Achselhöhlen weit weg, die Arme vom Körper, die Füße fallen locker zu den Seiten und du entspannst hier in Rückenlage, in deinem Shavasana, atme tief und gleichmäßig weiter, entspann dich hier noch ein paar Minuten, sei stolz, dass du wieder mitgemacht hast, dass du was für dich getan hast. Für mich wird es Zeit zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Namaste.